Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, und zwar, ihr habt ja sehr lange nichts mehr von mir gehört. Ne? Das hatte auch einen Grund, wieso das so war. Den werde ich euch jetzt gleich erzählen. Währenddessen tue ich ja ein bisschen penken, während ich das erzähle. Ja. Es hat eine Veränderung im Privatleben gegeben. Und zwar, Moment. Und zwar gab es eine Trennung, und zwar von meinem Mann. Es ist viel passiert und dadurch hatte ich auch keinen Kopf für Videos zu machen. Ich denke mal, ihr könnt das verstehen. Und dann kam es auch zu viele Krankheiten. Unter anderem hatte ich einen Zeckenbiss am Bein. Kann ich euch bei Gelegenheit mal ein paar Fotos zeigen? Das war schon ziemlich krass, was da passiert ist. Ja, musste ich die stärksten Antibiotika hatte ich da bekommen. Und da ging überhaupt nichts mehr. Ja. Dann kam dann Corona, hatte ich auch noch gehabt. Dann hatte ich ständig Blasenentzündungen und ja. Und zum guten Schluss habe ich mir dann noch einen Fuß gebrochen. Ja. Also ich kann euch sagen, das Jahr, also das letzte Jahr war total beschissen. Ja, mit dem gebrochenen Fuß, das hat sich jetzt hingezogen bis jetzt. März, obwohl die Sache im Oktober passiert ist, aber die Heilung, die war so schleppend. Ja. Aber mittlerweile ist das jetzt soweit gut und ist besser. Manchmal tut es noch ein bisschen weh, aber das ist okay. So, dann wollte ich auch noch was sagen. Ich denke, auf jeden Fall möchte ich jetzt wieder Videos machen. Ich denke mal so 1 bis 2 Videos pro Woche. Muss ich mal schauen, was jetzt so angesagt ist. Aber ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so gerne sehen tut oder interessiert seid. Das würde mich jetzt mal interessieren. Weil ich bin ich jetzt nicht mehr auf dem Laufenden nach einem Jahr, das ist ja, ne? Ist schon krass. Ja. Ja, allerdings muss ich sagen, ich habe einige Sachen verkauft, weil ich hatte keine Möglichkeiten, meine ganzen Bastelsachen hier zu lagern. Ich werde das auch jetzt wieder klein anfangen. Habe ich mir mal so vorgestellt. Ja, muss ich mal gucken, wie ich jetzt die Sachen so lagern kann. Auf jeden Fall möchte ich das jetzt wieder machen und ich hoffe, ihr seid auch dabei. Genau. Ich denke mal, ich werde dann auch wieder zum Action gehen, mal gucken, was der jetzt so hat. Ne? Ich denke mal, ich werde aber auch viel mit Malen jetzt zu tun haben. Jetzt nicht mehr so viel, was jetzt Basteln angeht. Habt ihr bestimmt schon so ein paar Shorts gesehen von mir? Beim Zeichnen, so Skizzen zu machen. Ja, vielleicht mache ich da mal so. Davon mal Videos. Jetzt keine Shorts, sondern richtige Videos. Wenn ihr daran interessiert seid, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ja, ich glaube, das war es eigentlich. Ich denke mal schon. Ja.
Ja, wie gesagt, tut mir leid, ne, dass keine Videos mehr von mir kamen, aber das hat ja auch einen Grund gehabt. Und dann diese ganzen Krankheiten. Wohlgemerkt, am Zeckenbiss wäre ich fast gestorben. Ne? Das sagen die Ärzte mir mal gerade so nebenbei. Ja, das muss man auch erstmal schlucken. Genau. Und falls ihr jetzt wissen wollt, woher ich dieses Bild hier habe, ne? Das hatte ich mir bei Schein bestellt. War noch nicht mal so teuer. Irgendwas mit 2 Euro, so ungefähr. Das war auch ruckzuck ausverkauft. Ich hatte gerade noch das letzte bekommen. Aber die sind jetzt wieder vorhanden. Könnt ihr mal gucken. Vielleicht habt ihr ja Interesse daran. Genau. So. Das müsste jetzt so gewesen sein. Ja. Ich habe gesehen, viele machen Temo-Hauls. Was haltet ihr davon? Also ich bin von Temo jetzt nicht so begeistert. Ich kaufe lieber bei Shein. Könnt mir ja gerne mal eure Meinung so sagen, wo ihr jetzt am liebsten kaufen geht, im Online-Shop. Also mir sagt Shein mehr zu wie Temu. Ich finde, bei Temu ist das Material nicht so berauschend. Ich habe da einmal bestellt und da hatte ich mir einen Rock und eine Jacke bestellt und der Stoff, der war so dünn, also nee, keine Ahnung. Bei Shein, da ist eigentlich alles so weit gut, ja. Was die Kleidung angeht. Auch andere Sachen, ne? Ich habe mir auch da Schmuck bestellt gehabt. Finde ich auch klasse. Ja, ihr Lieben. Ich würde sagen, das war's dann jetzt. Also schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich werde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ne? Und dann bis zum nächsten Video.